Q&A Question Excel. Was kannst du tun, um dein Publikum zu überraschen und deine Zuhörer auf deine Seite zu ziehen? Ja, diese Frage stellt sich ja nicht nur Maxim, die braucht jeder Redner, auch in einem Meeting, in einem Referat, völlig egal. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, ich lege Wert auf den Einstieg. Warum? Wenn es um ein Thema geht und jeder weiß in der Regel, warum er in dem Raum ist, dann weiß jeder, Beispiel aus der Biologie, heute erfahre ich etwas zum Thema Kaulquappe oder in Firmen zur Datenschutzgrundverordnung, um mein Lieblingsbeispiel der langweiligen Themen zu nehmen. So, wenn du aber dein Publikum überraschst, indem du mit was ganz anderem anfängst, zum Beispiel mit dieser Frage. Hallo zusammen, eine Frage habe ich, bevor es hier losgeht. Was glaubt ihr, wenn wir alle Menschen der Welt zusammenrechnen, wie oft schlägt in einer Minute weltweit das Herz aller Menschen zusammen? Was glaubt ihr? Dann guckst du dein Publikum an, du aktivierst es, weil die sind dabei, die müssen eine Frage beantworten, stecken vielleicht die Köpfe zusammen, tuscheln und dann sagst du Folgendes. Die Herzen aller Menschen schlagen pro Minute über 500 Milliarden Mal. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Und dann setzt du nach. Wenn du Lust hast und das zu deinem Typ passt, musst du immer raussuchen, ob das, was ich dir vorschlage, zu deinem Stil passt. Und dann machst du nämlich weiter und sagst, ja, liebe Kollegen, Freunde, Mitschüler, wer auch immer dein Publikum ist, in der nächsten Stunde oder in der nächsten Viertelstunde schlagen die Herzen also, ich habe es nachgerechnet für euch, 8130 Milliarden Mal. Heißt 8 Billionen Herzschläge in der nächsten Viertelstunde, während ich hier vor euch referiere. Ich würde mir wünschen, die Herzen von euch allen, wie viel sind wir hier im Raum? 20. Zumindest ein bisschen zu berühren, dann hätte ich mein Ziel schon erreicht. Hoffe, ihr seid dabei und habt genauso viel Lust auf die Infos jetzt wie ich. Es geht heute um und dann fängst du erst mit deinem eigentlichen Thema an. Was passiert? Im Publikum hat man das Gefühl, ah, der ist kreativ, der denkt sich was aus. Das ist mal was anderes, weil du dich eben nicht hinstellst und sagst, hallo, heute geht es um die Kaulquappe oder die Datenschutzgrundverordnung. Da schlafen dir alle weg. Es gibt so viele Zahlen als Beispiele. Ich hab noch eine. Wenn du zum Beispiel zum Thema Wasser irgendwas erzählst, fängst du an und sagst, hallo zusammen, was meint ihr? Wie oft wird gespült? Die Klospülung auf der Welt in einer Minute. Wie oft wird gespült? Dann wartest du wieder ganz kurz, lässt die tuscheln und die Köpfe zusammenstecken. Dann sind sie aktiv mit dabei. Und dann gibst du die Antwort und sagst, pro Minute werden auf der Welt 15,3 Millionen Toilettenspülungen gedrückt. Das ist auch ein inhaltlicher Wow-Effekt, ne? Wenn man das so runterbricht auf eine Minute. Und dann kommst du mit deinem Thema, wobei mir jetzt gerade einfällt, es muss gar nicht das Thema Wasser sein. Du kannst das dann schon wieder als Gag nutzen und sagen, naja, also nachdem ich jetzt nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu euch spreche, hoffe ich, dass ihr nicht dazu gehört und mir hier keiner rausrennt aufs Klo. Ich verspreche euch, ich sage euch nur das Wichtigste, dass wir gleich fertig sind wieder und ihr die wichtigsten Infos mitnehmen könnt. Also das sind wirklich im Verhältnis zu sonstigen Rednern und Referenten und Präsentationshaltern fast schon brillante Einstiege, weil es einfach um die Ecke geht, weil es auf die Lebenswelt deiner Zuhörer einzahlt. Und ja, einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen, mal hören, ob du die Zahl aus den Nachrichten aufschnappst und die für deinen Vortrag an dem Tag oder den nächsten Tage brauchen kannst. Und da ich gerade so in Fahrt bin, ich habe eine Idee und habe noch ein bisschen Zeit hier, soll ich euch als kleinen Service mal ein paar Zahlen zusammensuchen aus verschiedenen Bereichen, so nach dem Motto, so und so viel Mal wird in der Minute ein YouTube-Video angeschaut etc. Also was ihr laufend brauchen könnt. Dann würde ich, wenn ihr sagt, ja, Axel, mach das, so nach dem Motto, lass Müller die kreative Arbeit machen und staub's für deinen Vortrag ab, dann würde ich euch mal ein PDF erstellen und einen schnellen Link dazu basteln lassen, bis morgen, übermorgen. Dann könnt ihr euch das abspeichern, auch ausdrucken und wie eine Art kleine Bibliothek aufbauen. Immer wenn ihr mal eine Präsentation, Referat, Vorbereitung habt, dann schlagt ihr nach, hey, mit was für einer Idee, mit was für einem geckigen Einstieg können wir heute anfangen. Würde ich euch wie immer kostenlos alles zur Verfügung stellen, aber natürlich nur, wenn das viele wollen. Also, stimmt jetzt hier ab, Axel soll die kreative Arbeit für meinen Einstieg machen.